Willkommen zurück. Wir machen jetzt die Mission Nebengeschäfte. Sehen, was uns jetzt hier erwartet. Gepriesen sei Allah. Er sei gepriesen. Gut, dass du wohlauf bist. Gepriesen sei Allah, der erste von vielen noch kommenden Erfolgen. Das können wir nur hoffen. Es gibt noch viel zu tun. Während nicht wir so auf El-Hul konzentriert waren, suchte Fulad in aller Stille nach Orten für weitere Bruderschaftshäuser. Ich habe in drei Bezirken höchst unauffällige Behausungen gefunden. Tabit und Rifka sind aus Alamut gekommen und auf dem Weg nach El-Abbasiya und El-Kach. Ich breche bald nach Asharqiya auf. Und ich schließe mich Rifka in El-Karch an, wo Bestechlichkeit so normal ist wie trockene Luft. Sprich mit Abu Jafar über die Dinge, an denen er arbeitet, und dann komm zu uns. Sieh dich um, Basim. Ich habe vielleicht etwas, das dich interessiert. Pfeil und Bogen vielleicht? Neue Hilfsmittel freigeschaltet. Hier, Rauchbomben, die Falle. Okay. Okay. Und jetzt, ich glaube, das 1 freischalten, okay. Die Rauchbombe ist ziemlich geil. Das sollte mir dienlich sein. Vielen Dank, Ahmad. Ich dachte, wir können jetzt alles anpassen. Ich bin Abu Jaffar. Du scherzt. Von Zeit zu Zeit. Bis später dann, Abu Jaffar. Pass auf dich auf. Du auch, Basim. Rauchbombe freigeschaltet. 10 neue Aufträge. Tatsache, die nehmen wir dann mal allein. Und dann auch noch abarbeiten. Gut. Rang erreicht, Lernen, okay. Hilfsmittel-Schnelleinsatz. Sehr schön, haben wir was Neues auf jeden Fall freigeschaltet. Jetzt mal kurz meine Nachforschungen rein. Der Kopf des Ordens. Schon was noch zu tun, auf jeden Fall. Ja. Sollten wir uns nicht schnell irgendwo hinreisen? Jetzt hier. Nimm dir den Brief. Diebesreigen. Okay. Jetzt wieder runterspringen, wirklich, das ist immer so ein Krampf. Was hier? Ein Hilfegesuch von Marjana, der Tochter von Ali Baba, ein Händler, unermesslich reich. Was könnte die Tochter eines berühmten Kaufmanns wollen? Da steht, ich soll sie vor den Toren von Bagdad treffen.
Und die Bonusmission, die wir haben. Gut, was ich jetzt aber wieder frage, haben wir jetzt die Mission abgeschlossen, haben wir sie nicht abgeschlossen? Das ist in der Welt hier von Assassin's Creed nicht so einfach. Okay, die haben wir schon mal abgeschlossen, weil wir die jetzt wieder aktivieren und deaktivieren können, die Quests. Die jetzt verfolgen, wir sollten den Fulda ja anquatschen. Blut und Schatten. Ja, mit Blut und Schatten machen wir im nächsten Video weiter. Bis dann.